Ich habe das zweite Stingray-Gerät. Könnt ihr die Richtung prüfen, in die sie zeigen, Leute? Ja und nein. Der Suchbereich ist ziemlich groß. Wenn du nicht den ganzen Tag klettern willst, solltest du noch eins suchen. Okay, diese Stingray-Geschichte sieht nach Graystrom aus. Puh, wie krass. Ein Rüstungsunternehmen bespitzelt US-Bürger? Danach sieht es aus, ja. Ich will aber mehr darüber wissen. Ich weiß nicht, ob wir denen schon was nachweisen können. Und das ist der dritte Stingray. Sehen wir jetzt, wohin die Daten gehen? Einen Moment. Und sie gehen zum Koi Tower. Echt? Hey, schieb's nicht auf den Triangulator. Schieb's auf die Triangulation. Es ist nur so idyllisch. Tja, San Francisco, mein Freund. Eine Ahnung, was Graystorm vorhat? Massendatendiebstahl. Die Sache ist, das ist ihr Testlauf. Wie tragisch. Ich bin beim Koi Tower. Ich sehe da Graystroms Hardware an der Spitze. Warum ziehen die das beim Koi Tower ab? Scheint mir ziemlich riskant bei all den gaffenden Touristenmassen. Graystrom stiehlt Daten von den Touristen und bietet ihnen zur Ablenkung eine der schönsten Aussichten der Stadt. Ah, jede Menge Betrieb. Jeder hat sein Handy in der Hand. Du hast recht. Weiß nicht, ob die Drohne die Reichweite hat. Ich muss versuchen, auf Höhe zu kommen. Weißt du schon, wer und warum? Graystrom versucht offenbar im großen Stil Daten zu klauen, aber das ist erst der Testlauf. Die haben vor, das groß aufzuziehen, wenn hier alles gut läuft. Zu dumm, dass es nicht gut laufen wird. Wie willst du sie aufspüren? Na also, hier ist eine Brotkrumenspur, der ich folgen kann. Klasse. Wo führt sie hin? Offenbar hat Graystrom ein Lagerhaus bei den Piers. Meinst du, wir finden da drin verdächtigen Scheiß? Definitiv verdächtiger Scheiß. Und Graystroms kleines Experiment.
Ist hin! Mit Grüßen von Dedzek. Ich hab mich einfach irgendwie nervös gemacht. Wer hat meine Frau nervös gemacht? Jetzt alle total besorgt deswegen. Auf einmal sind überall in der Gegend diese Flyer. Von wegen, macht eure Häuser erdbebensicher. Was? Nein! Hast du ihre Hardware gehackt? Ich habe ein teures kleines Geschenk im System platziert. Und sie werden dafür bezahlen. Mann, du klingst wie Jimmy Siska. Oh yeah! Wir haben eine Spur von einem unserer Follower. Sieh's dir an. Verdammt, ob das stimmt? Nachrichten finde ich keine über ihn, aber laut seinem Profil hat er bei Greystrone gearbeitet, wenn er sauber ist. Marcus, keiner darf die Whistleblower einschüchtern. Dedzek lebt davon, dass die Wahrheit rauskommt. Er behauptet, sie hätten seine Ehe zerstört und seine Konten eingefroren. Ich check mal sein Haus, mal sehen, ob da irgendwas dran ist. Du solltest auch bei seiner Bank vorbeischauen. Nachsehen, ob Greystrone sie kontaktiert hat. Ich bin bei Jason Fassbenders Bank. Mal sehen, weshalb sie seine Konten eingefroren haben. Oh, hoffentlich, Greystorm. Darauf würde ich wetten. Es war Greystrone. Ich wusste es. Also sagt Fassbender die Wahrheit. Es sieht ganz danach aus. Ich muss zu seinem Haus und nachsehen, was die mit seiner Familie gemacht haben. Sei vorsichtig. Wir wollen es nicht schlimmer machen. Keine Sorge, ich schaue mich nur um. Ich bin beim Fassbender-Haus. Ich schaue mich jetzt drin um. Mal sehen, ob Greystrone seiner Familie was angetan hat. Ich würde es ihnen zutrauen. Ich auch. Mann, Greystrone hat Fassbenders Familie zerstört. Ein schlecht gefaktes Foto, wie er seine Frau betrügt. Ein anonymer Hinweis. Die haben sich kaum Mühe gemacht. Aber es hat gereicht. Er hat es. Sie glaubt es. Fassbender hat gerade was Übles auf seinem E-Mail-Konto gepostet. Was?
besorgen. Sofort! Okay, hier ist es. Fassbender muss da oben irgendwo sein. Ich versuche, ihn aufzuhalten. Schnell, Marcus. Aufhalten, Marcus. Wir müssen denen helfen, die so mutig sind, die Wahrheit zu sagen. Ich wette, der weiß doch viel mehr über die Typen. Ein paar der Sachen in den geleakten Daten waren echt kaum zu glauben. Wen überrascht es, dass die Regierung illegale Operationen durchführt? Oder ungestraft tötet? Überrascht nicht, bloß... Können wir uns auf die Situation konzentrieren? Ein Mann bringt sich um, wenn wir nicht schnell was unternehmen. Benutz sein Handy, ruf jemanden an und verschaff uns Zeit. Graystrom-Konzernzentrale, wie kann ich... Emily? Mr. Fassbender, kommen Sie heute Nachmittag ins Büro? Zwei FBI-Agents haben nach Ihnen gefragt. Ich bin dran, Emily. Sir, es geht um verschwundenes Geld. Sir, sind Sie in Schwierigkeiten? Schon gut, Emily. Legen Sie auf. Verdammt, wir brauchen was Besseres, sonst springt der Typ echt. Vielleicht in den Kontakten im Laptop. Wir brauchen jemanden, der weiß, was hier los ist. Was willst du, du Stück Scheiße? Ich weiß von... Okay, okay. Hier ist eine Mail von einer Reporterin, die über ihn schreiben wollte. Versuch die Nummer. Okay. Scheiße, du bist krank. Lügen. Das sind alles Lügen. Das ist Graystrom. Verstehst du nicht? Spielt keine Rolle. Spielt keine Rolle. Du Wichser, Eileen ist es nicht egal. Okay, okay. Hier ist eine Mail von einer Reporterin, die über ihn schreiben wollte. Versuch die Nummer. Okay. Ich habe einen Haufen Beweise, die Sie entlasten. Haben Sie Freunde bei DedSec? Was? Beweise, dass die Fotos von Ihnen und dieser Frau Fälschungen sind. Ich habe auch E-Mails zwischen Führungskräften bei Graystrom, die den vorsätzlichen Plan belegen, Sie zu diskreditieren. Hey, was sagen? Was sagen Sie da? Sie sind entlastet. Und nicht nur das. Die Absprache zwischen Ihren Bossen bei Graystrom gilt als Verschwörung und ist strafbar. Jason? Fassbender ist sicher. Ich konnte ihn überreden. Tolle Nachrichten, Marcus. Kontaktieren wir ihn und finden raus, was er leaken wollte? Mal sehen, was er macht. Ich habe das Gefühl, dass er die Sache jetzt groß rausbringt. Er ist durch die Hölle gegangen. Okay, aber wir bleiben dann außen vor. Ist okay für mich. Wenn er Graystrom in den Ring zerrt, führen wir den K.O.-Schlag aus. Hey Marcus, laut einem deiner Follower werden bei den Bootshäusern in Marin Signale gestört. Das könnte zu was Leckerem führen.
schnallt sich an, klar. Aber es stimmt. Hey, ich habe einen Störsender gefunden und deaktiviert. Ist hier irgendwas in meiner Umgebung? Naja, ich sehe einen ziemlich offensichtlichen toten Punkt in CTOS. Normalerweise hält Bloom immer das gesamte Netz online. Wenn jemand Teile davon deaktiviert, hat der Typ echt verdammt viel drauf. Den würde ich gerne mal treffen. Markierst du den Punkt auf meiner Karte? Echt krasse Ausrüstung. Der Typ hat fast antike Wellenformgeneratoren und Oszilloskope. So eine analoge Firewall. Wie bitte? Teile seiner Kommunikationskette sind analog. Analoges Equipment ist nicht digital zu hacken. Ist das etwa eine AB mit Kassette? Haben wir gerade 1985? Hey Mann, hier ist Jasper. Nachricht hinterlassen. Mr. Mickelson, vielleicht erraten Sie, wer hier spricht. Sie vermuten richtig, dass einer Ihrer Kollegen ein Maulwurf für den Mann namens Redbeard ist, der für einen, sagen wir, mächtigen Spieler arbeitet. Ich weiß Ihre Mühen für mich zu schätzen. Ich empfehle Ihnen, komplett abzutauchen. Viel Glück. Oh mein Gott, war das Haddock? Klang so, als könnte er es sein. Er rät unserem Mann abzuhauen. Mächtiger Spieler meint bestimmt Graystrom. Die müssen die NSA-Einheit dieses Typen infiltriert und Infos abgeschöpft haben. Kann jemand mal Jasper Mickelson suchen? Ja, bin dran. Der Name ist häufiger, als ich gedacht habe. Warte, hier ist ein ziemlich hohes Tier in der NSA. Das ist unser Mann. Spür einen seiner Kollegen auf, mal sehen, was das bringt. Ja, wie er jemanden warnt, dass Graystrom ihn auf dem Schirm hat und er abtauchen soll. Ich habe einen Kollegen von Mickelson. Ist auf deiner Karte markiert. Hey, was geht ab, Kumpel? Yo, was geht ab? Was läuft? Woo-ha! Schmunk nach! Du und ich, wir atmen jetzt mal beide tief durch. Oh, Ben! Was haben wir denn hier? Lass mal gut sein, ganz ruhig. Hey, jetzt chill mal. Mann, Jasper ist komplett abgetaucht. Was ist da los? Er hat sich eine Zeit lang seltsam verhalten. Er war überzeugt, dass man uns mit böser Absicht dahin manipuliert hat, diesen genialen Hacker zu finden. Tja, jetzt ist die gesamte Operation in Gefahr. Was soll ich davon halten? Hacker-Genie. Ganz sicher, Haddock. Check, mit wem er geredet hat. Hab ihn. Schau dir den besser mal an. Jasper war leicht paranoid, aber vielleicht war ja an der Sache was dran. Der Typ ist verschwunden. Verrückter geht's gar nicht mehr. Er hat mir nicht genug vertraut, um mir Details zu verraten, aber er glaubte, jemand vom Team manipuliert uns alle. Oh, das ist echt zu viel.
nicht verrückt. Dieser Typ schien zu glauben, dass Mickelson an was dran war. Der andere Typ hat etwas zu viel gelacht. Ja, den Kerl will ich aufspüren. Sein letzter Ping kam von weit draußen. Ich kriege nur eine ungefähre Position. Wir haben den Maulwurf. Können wir den Ort aufspüren, den er angerufen hat? Das muss eine Greystorm-Operation sein. Ich arbeite dran. Vielleicht ist in Ihren Daten was über Haddock. Wir müssen es löschen. Hochgeladen. Und wir haben Mickelsons anderen Kollegen verraten, wer der Maulwurf ist. Der Typ ist erledigt. Meinst du, Haddock weiß, was wir getan haben? Wahrscheinlich. Finden wir das nie raus. Brauchen Sie Hilfe? Alles ist vorbereitet. Wenn er seinen Hack startet, wissen wir genau, wo er ist. Bleib cool. Vielleicht kriegen wir den Kerl endlich. Du bist etwas zu aufgeregt. Meinst du? Hast du eine Ahnung, was das bedeutet? Bleib locker, geh zurück zum Versteck. Wir kommen hier klar. Nichts da, Mann. Auf keinen Fall. Sie haben ein Versteck erwähnt. Tu mir den Gefallen. Analysier die GPS-Daten auf den Handys dieser Leute. Gut. Gibt's da einen Ort, den Sie häufig aufsuchen? Oh Mann. Ja. Ganz eindeutig. Das ist das Versteck. Ich markier's auf der Karte. Diese Operation hat kein Budgetlimit. Die Ausrüstung hier ist vom Feinsten. Dann holen wir uns die pikanten Details. Habt ihr irgendwas? Meistens Überwachungsvideos. Egal was, egal was. Wow. Was? Ein ganzes Du.
Sektorprüfung abgeschlossen. Ich fasse es nicht, dass er tatsächlich Haddock erwischen könnte. Nicht, wenn wir es verhindern. Verschwinde jetzt bloß nicht. Nicht jetzt, verdammt. Jetzt bleib mal auf dem Teppich, es geht los. Alle arbeiten daran. Er bewegt sich, ich brauche jetzt deine Position. Moment. Ja. Wie sieht's aus? Eine Sache von Minuten. Mein Kontakt sagt, es passiert jetzt. Ergebnisse, keine Luftnummer. Wir müssen schneller sein als er. Das ist keine Luftnummer. Sie hören es, sobald ich was weiß. Und ich sage, bewegen Sie den Arsch. Eine Aktion und wir haben ihn. Er schnüffelt am Köder. Ich will die Koordinaten jetzt. Hallo? Fuck. Moment. Das ist es. York und 18, das ist die Mission. Ich hab dich, Motherfucker. Perth. Was? Reykjavik? Chelsea? Was zur Hölle soll der Scheiß? Nein, Motherfucker, nein! Fuck! Dieser Typ wird Haddock nicht so bald finden. Bringt uns vielleicht Sympathien. Vielleicht. Gerade ist eine E-Mail reingekommen. Nicht total schlecht. Von Haddock. Wie abgefahren. Ach, schätze, das heißt, dass Haddock uns verziehen hat.